Hey Leute, hier bin ich wieder Maximilian mit einem weiteren Video und zwar mit den Kicker-Nachrichten vom Montag, dem 14. August. Eintracht-Fan schwer verletzt. Ein Fan von Eintracht Frankfurt ist am Rande des Pokalspiels gegen TuS Erntebrück schwer verletzt worden. Der 42-Jährige wurde von einem noch unbekannten Täter in Stadionnähe mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Stimmungsboykott der Ultras, der 96 Ultras. Hannover 96 muss ohne Unterstützung von Teilen seines Anhangs in die neue Saison gehen. Bei einem Treffen der aktiven Fanszene am Freitag wurde ein Stimmungsboykott für die Heimspiele in der Saison 2017-18 beschlossen. Die 96 Ultras reagieren damit auf die anstehende Abschaffung der 50+1-Regel und Übernahme der Anteilsmehrheit von Clubchef Martin Kind an der Gesellschaft. U21. DFB verlängert mit Kunz. Nach dem Gewinn des EM-Titels hat der DFB den Vertrag mit U21-Nationaltrainer Stefan Kunz bis 2020 verlängert. Rummenigge Ende als ECA-Chef. Karl-Heinz Rummenigge beendet nach fast 10 Jahren seine Tätigkeit an der Spitze der europäischen Clubvereinigung ECA. Kebekus und Kahn als Losfeen. Comedian Caroline Kebekus sieht am 20. August die Lose für die zweite Runde des DFB-Pokals der Männer. U21 Teamchef Stefan Kunz ist Ziehungsleiter. Die Partien sind für den 24. und 25. dementiert. Als Lose bei der Ziehung der Paarung für die zweite Pokalrunde der Frauen fungiert am 28. August die ehemalige Fußballerin und Olympiasiegerin Annike Kran. ARD und Scholl trennen sich. Der ARD und Mehmet Scholl haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der Vertrag des Ex-Profis als TV-Experte wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Beim Konfikat hat es Ärger um Scholl gegeben, da dieser wegen unterschiedlichen Ansichten zu einem Dopingbeitrag an zwei Sendungen nicht teilgenommen hat. Ich mache jetzt gleich noch ein Video von den anderen Nachrichten, weil sonst ist mein Speicherplatz wieder voll. Also bis gleich.